Entweder massives Pech oder die SG braucht dringend Veränderungen. Obwohl Anautis ein großes Thema mit den Abschlussmöglichkeiten hat, versucht er immer wieder noch mit denselben Stürmerinnen in der Startelf. Was Anjomi in dieser Partie falsch gemacht hat, kann man nicht beschreiben. Sie alle könnten erwähnen die Möglichkeiten, die von der Latte und dem Pfosten gehalten wurden. Trotzdem musste Anjomi die anderen Chancen verwandeln, ohne Zweifel. Und ja, Anautis scheint, als wären seine Pläne auf ein paar Ideen begrenzt. In diesem Moment, in dem ich dieses Video aufnehme, Hoffenheim hat nur einen Punkt Vorsprung gegen die SG, aber was ich denke, ist, dass ja, die TSG gewinnt das Spiel gegen Köln. So, ich denke, ja, dass wenn Sie dieses Video angucken werden, Hoffenheim wird ein 4-Punkt-Vorsprung gegen die SG haben. Wenn nicht, verzeihen Sie mich, bitte. Tja, in diesem Moment der Liga denke ich, dass dieser Vorsprung, dieser 4-Punkte-Vorsprung bedeutet für die SG, dass sie von Europa sich verabschieden müssen. Ja, bye bye Europa. Vielleicht könnten sie die TSG besiegen, wenn sie gegeneinander spielen, aber nein. Ich denke, es wird in ein Remis enden. Ja, der Anspruch in Frankfurts Kader ist nicht das Beste. Anautis hat nur ein paar Ideen in jedes Spiel zu. Für Eintracht, der Weg sieht sehr schwer hart aus. In diesem Spiel, es fühlte sich, als wüsste Eintracht nicht, dass in diesem Spiel es kein Raum für Fehler gäbe. Wussten Sie nicht, dass Lorin Bender sehr fähig ist? Lorins Treffer zeigte, dass die Frankfurterinnen nicht auf dem Platz sehr aufmerksam waren. Total. Ja, als Zusammenfassung dieses Videos könnte ich sagen, dass meiner Meinung nach es ist das Ende für Eintracht. Ich sehe, dass sie den Platz in Europa nicht erobern werden. Schade. Und ja, schreiben Sie mal in die Kommentare, was Sie über die Leistung von den Frankfurterinnen denken. Über dieser Treffer, Lorin Bender kassierte. Und ja, abonnieren Sie meinen Kanal, Daumen hoch. Und wir treffen uns nochmal im nächsten Video.